Good evening. This is an extraordinary period for America's economy. 2007 kam es zu einer Krise auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt, die sich schnell weltweit ausbreitete. Millionen Menschen verloren dabei ihre Häuser, ihre Jobs. Um das globale Finanzsystem vor dem Kollaps zu bewahren, stellten die Regierungen Milliarden von Dollar zur Verfügung. Eine Welle der Empörung war die Folge. Der Verdacht kam auf, dass das kapitalistische Wirtschaftssystem selbst der Fehler war. Wir stecken tief in der Scheiße und wissen das. Aber insgeheim glauben wir nicht wirklich, dass alles auseinanderfallen könnte. Zerstört der Kapitalismus sich selbst und den Reichtum des Planeten gleich mit? Das ist alles Quatsch. Kapitalismus zerstört keinen Reichtum, er schafft Reichtum. Karl Marx und die Kritik des Kapitalismus erleben heute ein Comeback. In Berlin trifft der alte Marx auf den neuen. Marx Kapital Band 1 auf die Bühne zu bringen, ist eine völlig verrückte Idee. Der Erfolg dieses Stücks ist sehr erstaunlich. Für mich völlig unerwartet. Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung. Marx kann uns enorm weiterhelfen. Aber wie kann uns Marxens Kritik des Kapitalismus helfen, diese krisengeschüttelten Zeiten besser zu verstehen? Marx fragte sich, wie es nach der Kritik weitergeht. Woher kommt plötzlich die Begeisterung für alles, was mit Karl Marx zu tun hat? Dachten wir nicht alle, dass sich mit dem Fall der Mauer vor 20 Jahren auch das Thema Marx erledigt hatte? Was endgültig ausgespielt hat, ist natürlich die Idee einer revolutionären Diktatur des Proletariats. Haben wir in einem Traum gelebt? Wird die vertraute kapitalistische Welt jetzt als ideologische Illusion enttarnt und möglicherweise von einem Kommunismus ersetzt, der als erledigt galt?